Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Monatsorakel für den Monat August 2022. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Waage, Aszendent Waage oder Mondzeichen Waage? Wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann Hallöchen, herzlich willkommen. Du liebe Seele, ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich ganz kurz unten in der Infobox, findest du alle wichtigen Details, wie das Ganze hier abläuft. Und wenn dir Tarotkartenlegungen schon vertraut sind, du mich einfach nur noch nicht kennst, dann Hallöchen, herzlich willkommen, lehn dich zurück, entspann dich, gleich geht's los. Hier ist eine Botschaft für dich, weil sonst hättest du nicht auf dieses Video geklickt. Für meine lieben Männerherzen, Hallöchen, herzlich willkommen. Ihr müsst einfach die Geschlechterrolle umtauschen, da ich mehr aus der weiblichen Perspektive spreche. Und für meine lieben Crosswatchers, Hallöchen, herzlich willkommen. Ihr müsst einfach schauen, ob das Ganze hier für dich und dein Gegenüber resoniert. Ansonsten schaust du beim Aszendent oder Mondzeichen nach. Vielen herzlichen Dank, meine lieben Waageherzen, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Danke, danke, danke schön für eure Unterstützung. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch ein Kommentar. Das hilft hier, dem Kanal zu wachsen und auch für den Algorithmus ist das super gut. Und wenn du Interesse hast an einer privaten Legung, kannst du mich unten gerne in der Infobox in meine Kontaktdetails, wie mein Instagram oder auch meine E-Mail-Adresse, darüber kannst du mich dann gerne kontaktieren. Momentan kostet eine private Legung, 15 Minuten Videolegung, ein Thema oder eine Frage, 25 Euro und eine größere Legung, 30 Minuten lang geht die Videolegung, kostet 45 Euro. Okay, ab September werde ich die Preise erhöhen, aber so vorab, dass ihr mal Bescheid wisst, weil ich glaube, viele trauen sich mich nicht anzuschreiben wegen dem Preis oder ich werde dann erstmal gefragt, wie viel kostet das? Und deswegen dachte ich, sage ich es einfach mal hier dazu. Oh, wir haben 8 der Schwerter als erste Karte für meine lieben Waageherzen. Hilflos und hoffnungslos in einer Situation fühlst du dich. Als zweites haben wir hier die 3 der Stäbe. Es wird hier Zeit, dass du hier dein Leben in die Hand nimmst, dass du hier in Aktion trittst. Ja, dass du dich hier aus der Situation selber befreist, dass du hier aus diesem Hilflosen hinaustrittst, weil ich habe hier auch das Gefühl, meine lieben Waageherzen, man darf sich auch mal hilflos oder hoffnungslos fühlen, ja, wenn du weißt, oh mein Gott, es geht gar nicht mehr weiter, was soll ich tun, aber wichtig ist nicht in dieser Energie zu stagnieren, sondern diese Energie, okay, deinen Fokus darauf zu lenken, was kann ich tun, was möchte ich tun, was kann ich hier in die Hand nehmen? Was kann ich hier beeinflussen? Wie kann ich mich hier aus der Situation befreien? Ja, deswegen ist es wichtig, dass du diese ganze Situation hier selbst in die Hand nimmst und dich davon befreist, dass du hier dein Leben in die Hand nimmst und nicht darauf wartest, von außen hier befreit zu werden. Okay, ich weiß nicht, warum meine Hände so gerade zittern. Für meine lieben Waageherzen. Wow, wir haben hier 2 der Kelche. Coming together. Wow, wunderschön. Du wirst hier auf jemanden treffen, der dich hier auch unterstützen wird. Für einige wird es hier eine Wiedervereinigung sein, für andere wird es hier eine neue Person sein. Wir schauen mal weiter. Auf jeden Fall wirst du hier in deiner Situation, wenn du hier das Ganze in die Hand nimmst und guckst, was du machen kannst, dich daraus befreist, wird hier jemand auf dich zukommen aus deiner Seelenfamilie. Ob es hier eine Freundschaft ist oder eine Partnerschaft, wird für jeden unterschiedlich sein. Wir gucken mal für meine lieben Waageherzen Monat August. Und da haben wir die Weltkarte und Ass der Schwerter. Ja, es wird ja ein Neubeginn sein. Du wirst hier die negativen Gedanken, wo du dich hier am Anfang gefangen fühlst, aus einer Situation, du wirst dich davon glänzlich befreien, auch hier durch dein Herzchakra. Ja, diese ganze Nebel wird hier verziehen. Du weißt, dass du hier alles, die Welt, selber hier bestimmen kannst, dass du mit der Welt verbunden bist, dass du Herr über dein Schicksal bist. Die 3 und die 3, wenn du hier
in deine eigene Kraft kommt, wenn dir bewusst wird, welche Kraft hier in dich schlummert, dass du hier dein Leben, egal in welcher Situation, lenken kannst, dass du dich hier befreien kannst. Und guck mal hier hinten, oh, der Nah. Habe Vertrauen in das Universum. Habe insbesondere Vertrauen in dir selbst. Ja, das kann ich dir hier nur mitgeben. Habe hier Vertrauen in dir selbst. Schaue, dass du dich davon befreist. Für meine lieben Waageherzen, 8 Schwerter. Die Hohe Priesterin. Deine Intuition versucht dich hier rauszuleiten, hier rauszulenken. Vertraue deiner Intuition, deiner inneren Stimme. Sie wird dir sagen, welcher Schritt hier zu tun ist, wie du das Ganze hier selbst in die Hand nehmen kannst, wie du hier alles lenken kannst, wie du dich davon befreist. Jetzt klären wir noch die 2 der Kelche. Wow, da kommt einiges raus. Da haben wir den Eremiten, da haben wir hier 2 der Stäbe und wir haben hier den Pagen der Münzen. Du wirst hier eine Nachricht erhalten. Wenn es sich hier um eine berufliche Situation handelt, ja, sehe ich hier, wenn du hier arbeitslos warst oder hier keine Idee hast, wie du deine finanzielle Situation hier retten kannst oder was du hier tun kannst, wenn du hier verzweifelt bist, sehe ich, dass hier eine Idee kommen wird, wenn du dich hier nach innen wendest, wenn du hier deiner Intuition vertraust, dass es dann wichtig ist, hier einen Plan zu erstellen und dann auch hier diesen Schritt zu wagen. Ich sehe, dass du hier eine Nachricht dann erhalten wirst, eine positive Nachricht von jemandem, ja, mit dem Pagen der Münzen, was hier deine finanzielle Situation betrifft oder dass sich auch deine Manifestation zeigt. Wenn es sich hier in eine Liebessache handelt, sehe ich auf jeden Fall für dich, dass hier auch eine Nachricht reinkommen wird, eine Einladung reinkommen wird, dass jemand sich hier melden wird, der erstmal, wo du keinen Kontakt mehr hattest, ist es jemand, wo du keinen Kontakt hattest. Ja, also es wird hier so eine Wiedervereinigung sein. Du wirst hier abwägen, soll ich es tun oder nicht tun, und wirst dich hier mit dieser Person hier verbinden. Ich sehe ja, es ist deine Ex, ja, Königin der Schwerter. Du wirst hier auch mit dieser Person die Wahrheit sprechen. Die Person wird dann kommen, wenn du halt unabhängig bist. Du wirst hier eine Entscheidung treffen, ob du hier unabhängig bleiben möchtest oder das Ganze hier nochmal versuchen möchtest, weil dir bewusst wird, du kannst alles selber lenken. Was möchte ich? Das sind Dinge, die du hier klar entscheiden wirst, wenn hier auch mit Ass der Schwerter die Klarheit, du wirst ehrlich auch mit dir selbst kommunizieren, ehrlich auch hier zu dir selber werden in dieser bestimmten Situation, was du möchtest oder nicht möchtest, egal ob diese Person hier auf dich zukommt oder nicht zukommt. Für meine lieben Waageherzen, Monat August. So, und da haben wir hier, upsala, Jumbi, ja, Königin Jumbi haben wir hier. Es wird Zeit, hier Altes loszulassen, alte Masken hier fallen zu lassen. Die Wahrheit wird hier rauskommen, nichts als die Wahrheit. Du wirst deine eigene Maske ablegen, die Person hier wird auch seine Maske ablegen, aber es geht hier um deine Maske, die du zu lange getragen hast, dich hier zu sehr versteckt hast, dich in einer Sache hier selbst belogen hast oder dich hier von deinen falschen oder von deinen Gedanken hier führen lassen hast, von außen hier bestimmt wurdest. Ich sehe, dass hier diese Maske fallen wird im Monat August, dass du bereit bist, diese Maske hier abzulegen, um hier einfach Klarheit zu erlangen, um hier ehrlich zu sein und hier einen Neubeginn zu wagen und hier komplett, sage ich mal, der schöpferischen Quelle in dir zu vertrauen. Für meine lieben Waageherzen, Monat August. Was sollten meine lieben Waageherzen für den Monat August jetzt wissen? Dankeschön. Da haben wir Heilung. Ja, du befindest dich in der Heilung. Diese Situation, wo du dich hier hoffnungslos, hilflos fühlst, wird dich im Endeffekt zu deiner inneren Heilung führen. Du wirst dich hier selbst heilen mit diesem Ball, mit dieser Energiekugel, die ich hier immer wieder sehe. Dann haben wir hier eine Ungewissheit. Ja, wenn du hier die Maske ablegst, wenn du hier die Augenbinde ablegst, wirst du hier klar sehen, vertrau deiner Intuition, sei bereit, der Wahrheit ins Auge zu erblicken, ist das, was ich hier für dich habe. Die Höhle des Drachens. Oh, okay, es wird hier einen Abschluss geben mit jemandem.
Vielleicht hast du hier auch ein klärendes Gespräch mit einem Ex-Partner, um einfach hier Klärung zu haben, um hier loszulassen und von vorne hier unabhängig zu beginnen. Deswegen musst du dich hier nochmal in die Höhle des Drachens begeben, um einfach hier diese Klarheit zu erlangen, um diesen Abschluss hier zu bekommen. Ja, das ist hier so, was ich für dich sehe. Für meine Lieben, oh, ihr habt echt einiges, hat sich hier umgedreht. Waage, Illumination, ja, alles ist eine Illusion und das wird dir hier erst bewusst. Alles ist hier eine Illusion, alles um dich herum war hier eine Illusion, ja. Du wirst hier etwas riskieren, ein Risiko hier eingehen, auch mit dieser Karte hier. Dieses Risiko wird sich auf jeden Fall hier lohnen, ja. Security, ich sehe hier Sicherheit, die auf dich zukommt, ja. Wenn du hier dieses Risiko eingehst, um hier deine innere Sicherheit, die Sicherheit wirst du auch finden, auch wenn du hier erstmal Angst hast, weißt du, wenn alles eine Illusion ist, wenn du hier nicht klar sehen kannst, wenn du nicht erkennen kannst, was es war, was es nicht war. Und dann diese Maske abfällt, ja, und dir erstmal bewusst wird, oh mein Gott, ich habe in so einer Illusion gelebt, oh mein Gott, was ist los mit mir, warum habe ich es vorher nicht gesehen, warum war ich nicht ehrlich zu mir, warum habe ich nicht hier Dinge losgelassen, warum habe ich an Dingen festgehalten, die mir hier falsche Sicherheit gegeben haben, weil es war keine Sicherheit, ja, du wirst wahre Sicherheit oder die Sicherheit hier so in dir finden, diese Flamme hier in dir, innerer Frieden, das geht hier Hand in Hand, ja, die Flamme wird hier in dir entfachen, du wirst diesen inneren Frieden in dir spüren, ja, und wenn du diesen inneren Frieden hast, dann kannst du dich hier auch nicht hoffnungslos oder hilflos fühlen, weil du hast diese Sicherheit, diese innere Sicherheit, um die es geht, weil von außen ist alles eine Illusion, ja, es gibt keine Sicherheit im Außen, die Sicherheit findest du nur in dir, nur bei dir, nicht in einer Beziehung oder sonst irgendwo. Für meine lieben Waageherzen für den Monat August, wir haben hier, du wirst ein Gift bekommen, ein Geschenk bekommen, nicht Gift, von der Quelle. Wenn du diesen Abschluss hier hast, ja, mit der 10 hier auch nochmal, wenn dieser Abschluss, wenn du etwas hier riskierst, wenn du in die Höhle des Löwens gehst, du wirst mit einem, ja, dir wird etwas gegeben von Universum, eine Manifestation wird sich erfüllen, ob es hier eine, sage ich mal, ob sich hier dein drittes Auge öffnet, für jeden wird es hier etwas Unterschiedliches sein, aber jeder erhält hier ein Geschenk von Universum als Bestehung deiner Prüfung, als, sage ich mal, hier, dass du dich hier traust. Und hinter der ganzen Fassade blickst, wirst du hier etwas erhalten, was dich wirklich glücklich machen wird. Für meine lieben Waageherzen, Dankeschön. So, da haben wir zwei Karten. Die erste ist Surrender. Ja, ich liebe diese Karte. Und nochmal hier 10. Lass wirklich komplett los. Alles, was du jetzt geglaubt hast zu kennen, lass los. Lass einfach komplett von dieser Illusion los, auch wenn du erstmal befordert sein wirst hier mit der Wahrheit, vertraue darauf, dass alles so, sag ich mal, habe dieses innere Vertrauen, dass du hier gelenkt wirst von deinem spirituellen Reich. Ja, wenn du etwas haben willst, lass los, ja, und gib dich in dieser Situation. Nimm die Situation gerade an, wo du jetzt stehst, bist du richtig und wie es gerade ist, ist es richtig, ja. Und es kann nur besser werden. Lass einfach komplett los. Lass diese Illusion los. Dann haben wir hier Mitgefühl. Ja? Habe auch Mitgefühl mit dir selber. Und Mitgefühl mit deinem Gegenüber. Ja? Lass hier wirklich los. Vergebe, öffne dich. Ich habe das Gefühl, mein lieben Waageherzen, für dich kommt hier eine große, große Veränderung. Die 10 kommt hier sehr oft durch, ein Abschluss, auch die Weltkarte ist hier, ja. Etwas geht hier, Großes geht hier zu Ende. Ein großes Kapitel, was du hier abschließen darfst, ja. Es beginnt hier eine komplett neue Reise, ja. Also wir haben hier die 21, das ist die letzte große Karte von den großen Arkanas.
die letzte Karte und dann fängt es wieder bei Null an. Und der Null, bei Null fängt der Nah wieder an, ja, und dann geht wieder die Reise los. Also es ist ja ein großes Ende, was hier eintritt, und auch wenn es dich dann, wenn du hier neu beginnst, von vorne anfängst, und da bist du einfach noch danach, weil wenn du erstmal die Wahrheit siehst, wenn sich die Illusion hier löst, wenn der Nebel sich hier zieht, ja, dann siehst du ein ganz anderes Bild. Dann siehst du die Dinge komplett anders. Und dann wirst du auch erstmal sein, okay, wow, krass. Und du wirst begeistert sein und euphorisch sein, aber du bist auch einfach noch der Nah, weil du einfach unerfahren bist in dieser Welt, weil sich hier eine neue Welt für dich öffnet, mein lieber Waage, Mensch, okay. Für meine lieben Waageherzen, Monat August. Ja, die Reise. Du beginnst hier eine komplett neue Reise ins Ungewisse. Du weißt nicht, wo es hingeht. Die Zahlen, die du oft sehen wirst auf dieser Reise jetzt oder in letzter Zeit, sind einfach die 9, die hier sehr oft durchkommt, die 1 oder die 10, ja. Wow. Und die 2. Ist hier noch eine Karte für meine lieben Waageherzen für den Monat August? Sollten Sie da noch was wissen? Dankeschön. Da haben wir sogar 2 Karten bekommen. Nochmal die Weltkarte. Nochmal. Nochmal dieser große, große Abschluss, der hier eintritt. 11 ist es dann, ne? Also die 1 siehst du hier öfters, ob es 111 ist oder ja, jeder wird hier unterschiedlich die Zahl sehen. Aber es ist hier ein Abschluss. Du springst in eine neue Welt, du schiffst es hier in eine neue Welt, ja? Und ich sehe hier einen Mann, der ein Herz hält. Und das zeigt mir, dass dieser Mann, der dieses Herz hält, dass es hier etwas zu Ende geht, ja, dass diese Person vielleicht das hier nochmal mit dir versuchen möchte, aber du hier die Maske abnimmst und dir klar wird, du wirst hier ohne diesen Mann weiterziehen, ist das, was ich hier für dich sehe, okay? Es gibt aber hier jemand, der nochmal auf dich zukommen wird. Für meine lieben Waageherzen für den Monat August, was sollten meine lieben Waageherzen für den Monat August jetzt wissen? Oh mein Gott, das sind zu viele. Gut. Wir haben als erstes das Ohr. Gute Neuigkeiten wirst du hier hören im August. Wir haben hier einen Schlüssel, ein erfolgreiches, du wirst ein Problem hier erfolgreich abschließen, überkommen. Ja, dann haben wir hier, Kane steht drüber. Halte auf jeden Fall, achte auf deine Gesundheit. Deine Gesundheit ist ganz, ganz wichtig. Achte hier in diesem Monat auf deine Gesundheit. Vielleicht geht es dir in dem Monat nicht so gut, irgendetwas mit deiner Gesundheit. Lass dich da durchchecken oder wenn du hier irgendwelche Symptome hast, verfolge sie auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen Stiefel. Steigere hier deine Bemühungen, wenn du hier dein Ziel erreichen möchtest. Dafür musst du auch dann was tun. Ja? Dann haben wir hier einen Diamanten. Du wirst hier ein Geschenk erhalten, zweimal. Du wirst hier ein Geschenk erhalten im Monat August, meine lieben Waageherzen. Wunderschön. Für jeden wird das hier was Unterschiedliches sein. Dann haben wir hier einen älteren Mann. Du hast es mit einem älteren Mann zu tun. Für einige kann es auch hier eine Familienangelegenheit sein, ja, auch mit diesem älteren Mann. Es könnte hier eine Vaterfigur sein, höre ich, oder es kann hier auch ein nahestehender Verwandter sein oder ein Großvater sein. Es hat hier etwas mit einem älteren Mann zu tun, dass da hier nochmal etwas, wenn du Differenzen hattest, hier etwas geklärt wird. Für einige sehe ich aber, wenn es hier eine Liebessache ist, diese Person ist deutlich älter als du. Dass da ein Altersunterschied zwischen euch ist. Für meine lieben Waageherzen, Monat August. So. Dann haben wir hier Frau sein. Fühle dich in deine Seele hinein und lebe deine weiblichen Seiten, die du bislang von dir weggeschoben hast. Erwecke die Frau in dir. Ja, vielleicht ist auch ein Teil dieser Transformation, dass du hier in deine feminine Energie trittst. Ja, und zwar nicht, sage ich mal, hier, wenn du dich hoffnungslos und hilflos fühlst, oh, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Retter, der mich hier errettet. Nein, du bist diejenige, die sich aus dieser Situation befreien kann. Ich sehe auch, weibliche Energie heißt nicht immer, wird auch
unterbewusst nimmt man das hier mit Hilflosigkeit, deswegen will niemand in seiner weiblichen Energie sein. Das ist aber falsch. Weibliche Energie ist, wenn du in deiner weiblichen Energie bist, ziehst du einfach Menschen in deinem Leben oder beziehungsweise du ziehst Dinge an, die du in deinem Leben benötigst, einfach. Du kannst Dinge annehmen, du kannst Hilfe annehmen von außen, ja. Das ist hier auch was zur weiblichen Energie und du bist einfach du bist in dem Meer, sag ich mal, in dieser weiblichen Energie, nicht immer in diesem Kampfmodus, ich muss jetzt was reißen, ich muss jetzt was schaffen, immer in diesem Action geben, Power geben, Power geben, Power geben. Das ist eher so diese männliche Energie, sondern du darfst dich auch mal länger in deiner weiblichen Energie ausruhen, nichts tun. Weibliche Energie ist etwas zu empfangen, zu meditieren, Geschenke zu empfangen. Ja, also du kommst hier mit deiner weiblichen Energie auf jeden Fall mehr in Kontakt. Dann haben wir hier, finde deinen Platz. Das Gefühl, zu Hause zu sein, gibt dir eine tiefe Ruhe und Kraft. Bist du dort daheim, wo du bist und bei wem du bist, fühle die Wertschätzung für dein Zuhause, deinen Seelenplatz. Ja, das ist wahrscheinlich, was dir hier bewusst wird auch, dass du deinen Platz findest, deinen inneren Platz findest, ja, diese innere Harmonie findest, dass deine seelische, ja, dein Seelenplatz, sage ich mal, wo ist dein Zuhause, wer bist du, wohin möchtest du, also dass du hier ein bisschen mehr mit dir selbst in den Reinen kommst. Ich sehe hier, dass diesen Monat stark dein Innenleben hier betrifft, für meine lieben Waageherzen, für den Monat August, sollten meine lieben Waageherzen für den Monat August jetzt wissen. So, es ist gut, sich gut zu fühlen, als eine Affirmationskarte. Ja, und man kann ja auch manchmal so süchtig werden. Was heißt manchmal? Also es gibt bestimmte Emotionen, nach denen man süchtig ist, sodass man immer hilflos ist oder hoffnungslos ist. Ja? Dann kreierst du auch Szenarien in deinem Leben, wo du dich immer wieder in diesen Situationen wiederfindest, weil du einfach süchtig danach bist, unbewusst. Oder man kann auch süchtig nach Wut sein. Ja? Warum gibt es Menschen, die, sag ich mal, Anführungsstriche, Aggressionsprobleme haben, Wutanfälle haben? Ja? Weil diese Menschen, dieses Gefühl brauchen, weil sie süchtig danach sind, ja, und dieses Gefühl werden sie immer wieder kreieren und weil sie da eine Sucht haben, aber die haben keine Aufmerksamkeit darauf, die wissen nicht, dass sie süchtig sind nach diesem Gefühl. Und es wird halt immer mehr und irgendwann geht es in Richtung Aggressionsprobleme, ja. Das Universum lässt nichts unversucht, um mich zu unterstützen, mich zu führen, um mich zum höchsten Gut zu geleiten. Rufe dich das immer in Erinnerung, diese Worte, dass das Universum lässt hier nichts unversucht, deine Intuition versucht hier mit dir zu kommunizieren, deine spirituellen Guides versuchen dich hier zu leiten und dich hier zu unterstützen und dich zu führen, damit du hier an deinen höchsten Gut ankommst. Ja? Dann hab ich hier noch: Ich glaube, dass ich es wert bin, mich gut zu fühlen. Das zweimal ist es gut, sich gut zu fühlen. Ja? Warum befindest du dich immer wieder in Situationen, wo du dich nicht gut fühlst? Feminine Energie ist auch einfach, du darfst dich gut fühlen, obwohl du einen Tag lang, in Anführungsstrichen, nichts geschafft hast. Ja? Du hast nur ein Bad genommen, du hast nur nach dir geguckt, du hast gut gegessen, gut geschlafen, nichts getan und du bist mehr in deiner weiblichen Energie. Ja, dein Körper hier Liebe gegeben. Das ist auch eine Form von femininer Energie. Ja? Und es ist auch wichtig, dass man sich da auch Auszeit nimmt. Und das ist auch gut, mal einfach nichts zu tun. Wie vielen Menschen fällt es schwer, weil sie immer in der männlichen Energie ist, weil man immer in der männlichen Energie viel darin agiert, viel darin tut, sich in dieser weiblichen Energie dann wiederzufinden. Wie einfach ist es für dich zu entspannen und mal nichts zu tun und nicht, ich muss noch das machen, ich muss noch jenes machen. Auf was hast du Lust? Was möchtest du machen? Was würde dir gut tun? Nach was fühlst du dich in diesem Moment? Was würde dir gut tun? Was würde dir dann, wenn du das machst, was würde dich gut fühlen lassen? Ja? Es ist gut, sich gut zu fühlen. Es ist kein schlechtes Zeichen und du brauchst nicht Angst haben, oh Gott, jetzt fühle ich mich so gut. Gleich kommt eine schlechte Nachricht, dann fühle ich mich wieder schlecht. So diese Angst davor zu haben, dass man sich dann nicht mehr gut fühlt. Du bestimmst, wie du dich fühlst, ja? Und es ist gut, einfach sich gut zu fühlen. Es ist ein gutes Gefühl. Nimm dieses Gefühl an.
Und du bist es wert, dass du dich auch gut fühlen darfst. Ich glaube, da steckt hier was Tieferes dahinter bei euch. Okay, meine lieben Waageherzen, ich beende hier eure Legung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy vibest, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!